Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Wolfenstein. Ja, es geht wieder weiter in Wolfenstein. Nach unserer großen Osteraktion in Wolfsbach und nach natürlich der Vorbereitung des Sumpfes sind wir jetzt wieder in Wolfenstein angelangt und müssen auch hier weitermachen. Und wir haben schon zumindest ein Projekt, dass wir auf jeden Fall mal auch ohne die Zustimmung vom guten... Ich meine, ich werde schon fragen, aber ich glaube, da müssen wir nicht großartig irgendwie fragen, aber ich werde es trotzdem tun. Ist ja jetzt quasi zwar meine Heimatstadt oder mein Heimatdorf, aber ich werde trotzdem fragen. Ja, ich werde Severinus fragen, ich werde euer Onkelchen, ja, könnte ich auch fragen, aber ich werde Severinus auf jeden Fall fragen, ob ich das Haus bauen darf. Und zwar, ich glaube, das war die Hanne, die diese tolle Idee gehabt hat, dass wir für Marianne, für die Heilerin Marianne, ein Haus bauen. Und wir werden Severinus darum fragen. Und hallo ihr Lieben, hallo Severinus. Hallo Severinus, ich muss dich was fragen. Und zwar, darf ich für Heilerin Marianne ein Haus bauen? Darf ich hier ein Häuschen bauen? Oder, ne? Also ein kleines, ne? Jetzt kein riesengroßes, aber, ne? Wäre das okay? Ich glaube, sie ist eh hier irgendwo. Ne? Wie? Da hinten? Ah, okay. Da hinten darf ich eins bauen. Ja. Okay. Ja, du zeigst mir die Stelle, so da hinten irgendwo. Wie? Wie jetzt? Alleine reden. Okay, ja. Mach mal die Tür zu. Was wie? Nee. Ah, okay. Du guckst, ob eh keiner zuhört. Ja, okay. Also, darf ich da hinten das bauen? Ja. Ah, okay, verstehe. Du, alles klar. Nee, also Severinus meint jetzt, er wollte mir das jetzt nicht quasi so vor allen Leuten jetzt sagen, weil sonst kommt jeder so darauf, so dass er ein eigenes Haus möchte, ne? Weil ja viele der Bewohner wohnen ja hier gemeinsam. Die haben ja alle hier so Doppelbetten und so, ne? Also die wohnen ja alle gemeinsam hier. Und jetzt bekommt Marianne quasi so ein eigenes Haus. Und das kommt nicht gut, wenn er das quasi vor der gesamten Gemeinschaft jetzt so bejaht. Okay, wie er möchte. Seine Sache, seine Entscheidung. Dann würde ich sprechen. Das machen wir. Und er wird mit Sicherheit dann auch noch zu uns kommen und fragen oder eben wahrscheinlich eine neue Bitte stellen. Bin ich mir ziemlich sicher. Warte mal, wir haben das letzte Mal mit Birke gebaut. Das heißt, wir werden jetzt vielleicht mal Eiche und Schwarzeiche mitnehmen. Vielleicht gleich doppelt. Sicher. Wir haben eine Werkbank, wir brauchen eine Axt. Achso, hoppala, da drüben sind die Werkzeuge. Wir brauchen eine Axt. Nehmen wir mal die mit. Im schlimmsten Fall hat ja Onkelchen schon hier Eisen vorbereitet, dann werden wir Laternen mitnehmen, sicherheitshalber. Wir werden gleich Glasscheiben mitnehmen. Ja, das sollte mal für den Anfang reichen. Ein Spaten noch. Komm, dann nehmen wir gleich mal den mit, der ist eh fast kaputt und den auch. Dann können wir die mal aufbrauchen. Und dann können wir hier die Eisen noch mitnehmen, sicherheitshalber. Da können wir mal die verbrauchen, die wir da haben. Ja. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir sind mitten in der Bauphase der Wahl, der Dreielmland-Wahl. Das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir hier gerade in Wolfenstein sind. Und dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und ich hoffe, den Bewerbern geht's gut damit. Und die Community hat ja schon wirklich hier ihre große Zustimmung gezeigt, dass sie wieder voll gespannt sind auf die Wahl und was da alles losgeht. Alle haben schon Glückwünsche geschrieben an die ganzen Teilnehmer. Dankeschön. Finde ich total gut. Und das ist das, was mir so gefällt, dass es hier so fair runtergeht. Finde ich richtig gut. Jeder hat hier irgendwie, ne, es wird einfach jeder unterstützt und jeder wird angefeuert und finde ich einfach toll. Finde ich schön, dass die Community da so gut zusammenhält. Finde ich richtig gut. So, wir werden hier jetzt mal ein bisschen abgraben. Warum? Weil ich möchte das Haus hier hinstellen.
gleich neben. Gleich neben die Apotheker- und Heilkunden, Praxis für Heilkunde und Apothekarium gleichzeitig, ja. Genau. Und es war eine gute Idee, Dankeschön nochmal, liebe Hanne. War eine wirklich tolle Idee, dass wir hier ein Haus bauen für die Heilerin Marianne. Das ist richtig, richtig gut. Weil sie hat sich's wirklich auch, ich denke, sie hat sich's wirklich verdient. Und wie gesagt, es muss nicht groß werden. Das reicht völlig, was wir hier sehen. Und ich würde sprechen, wir machen das jetzt heute einfach mal mit Schwarzeiche. Weil wir haben jetzt hier Birke verwendet und da ist Eiche. Jetzt können wir wirklich mal ein anderes Holz nehmen. So, hier mal den Rasen entfernen, die ganzen Sachen entfernen. So, und jetzt werden wir hier mal anfangen. Ich würde sagen, wir machen das hier so. Drei. Dann werden wir hier noch graben. Drei. So. Hier werden wir noch einen Ticken abgraben. Ja, sehr gut. Drei. Eins, zwei, drei. 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 Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Das kann man schon so mal lassen. Drei. Dann machen wir natürlich dann vier noch. Besser vier. Machen wir gleich vier. Ist besser. So. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Okay, das schaut schon mal ganz vernünftig aus. Dann machen wir hier, oh, hoppla. Dann machen wir hier gleich die Querbalken. Dann hier so und hier so. So, und da noch die drei und wir haben's. Gut, jetzt ist die Frage, sollen wir schälen oder nicht? Ich würde sagen, wir schälen's, passt besser. Weil es ist doch relativ dunkel, das Holz. Und vom momentanen Dorfbild her haben wir eigentlich relativ hell gebaut. Bis jetzt auf hier auf die Zwischenplanken. Aber ja. Und wir werden hier aber, wie machen wir denn das? Wir werden hier, ich möchte nämlich mal auch mit Bruchsteinschiefer bauen. Ich möchte mal sehen, wie das von der Optik her ist, wenn wir das unten nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Als Grundstein unten. So. Und oben drauf möchte ich entweder mit Bruchstein oder mit Steinziegeln arbeiten. Schauen wir mal, wie das wirkt. Von der Textur her würde das besser passen. Machen wir das mal voll. Hier wäre ja dann die Tür. Und hier wäre ein Fenster. Es wirkt irgendwie beides für sich in Ordnung. Warte mal. Das geht sich aus. Okay, perfekt. Das heißt, wir machen es einfach gemischt. Ich hab soeben in meinem kleinen Köpfchen entschieden, dass wir das gemischt machen. Das heißt, wir machen hier dicht, dann machen wir hier ein Fenster. Dicht, Fenster. Dann machen wir hier auch dicht, damit wir mehr Platz haben. Hier kommt ein Fenster. Und auch hier, schauen wir mal, machen wir hier jetzt wirklich drei. Hier ein Fenster. Zwei, drei, das wären dann vier Fenster für dieses kleine Haus.
da würde ich ja doch sagen, da opfern wir das Fenster noch, damit wir hier hinten wirklich ein bisschen was hinbekommen. Bett und so weiter, damit hier. Und hier eins, zwei, drei Fenster reichen doch lang. Oder machen wir das zu und hier auf, damit hier hinten mehr Licht ist? Warte mal. Nein, ich glaube, das passt. Das ist in Ordnung. So, dann machen wir natürlich gleich die Fensterscheiben ran. So. Zack. Eins, zwei, drei Fenster. Passt. Fertig. Okay. Dann müssen wir noch ein Dach drauf zaubern. Ah, da hinten habe ich eins vergessen. Gut, dass ich da nachgeschaut habe. Zack. Dann machen wir jetzt noch ein Dach drauf. Und einen Boden müssen wir natürlich noch einziehen. So. Jetzt kommt natürlich noch ein guter Boden ran. Und dann braucht man natürlich auch noch eine Tür und eine Einrichtung. Das heißt, wir brauchen ein Bett, wo sie drin schlafen kann. Und das ist natürlich ideal, weil sie hatte da oben dann vielleicht Patienten, die sie überwachen muss und ist wirklich gleich über der Straße, also ne, über dem Weg sozusagen. Das ist natürlich ideal. Genau, wir brauchen jetzt eben einen Bodenbelag und wir brauchen ein Dach. Das Dach haben wir, warte, damit ich jetzt nicht das falsch mache. Das Dach hatten wir doch drüben. Ja, okay, alles klar, alles in Eiche. Gut. Alles gut. Alles in Eiche. So, Holz. Das heißt, wir legen mal die schwarze Eiche wieder ab. Das Gestein legen wir wieder ab. Das haben wir fertig. Wir brauchen jetzt im Endeffekt einen Boden. Und wir brauchen mit der Eiche hier. Ach so, warte. Ah, hier haben wir ja noch. Das können wir mal alles nutzen, bevor wir das andere machen. Und ich habe schon wieder nicht geschlafen. Das ist total schlecht. Total schlecht. Warum tue ich das? So. Ah, dann würde ich sprechen. Machen wir aber gleich noch ein bisschen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich so viel gar nicht brauchen. Aber sicher ist sicher. Was wir haben, haben wir. Und das werden wir wahrscheinlich auch gar nicht brauchen. Das ist viel zu viel. Gut. Ein Boden. Wir brauchen einen Boden. Wir brauchen ein Bett. Ich hoffe, die Bewohner haben mittlerweile schon Wolle gefarmt. Aber ich. Naja, das macht ja nichts. Das können wir machen. Ich weiß, normalerweise Severinus hat ja die Aufgabe, uns hier zu versorgen. Aber ich sage, da bin ich ihm jetzt nicht böse, wenn jetzt nicht immer Wolle oder so zugegen ist. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ah ja, und das brauchen wir natürlich auch. Und ich würde sagen, wir machen auch sogar versteinerte Eichenholzstufen haben die. Wow. Dann würde ich sagen, irgendwo hier waren ja die. Oh, hoppla. Irgendwo hier waren ja die Schafe. Da drüben waren die Schafe. Ja. So, hallo Schafe. Gebt mir eure Wolle. Drei würden ja schon reichen. Aber wenn ich schon da bin. So. Okay, passt. Das heißt, wir können das Bett auch schon jetzt zaubern. Und zwar so und so. Zack. Und da haben wir das Bett. Da ist der Bogen. So, warte, dann machen wir gleich zwei Betten, weil dann haben wir dann für nächstes Mal auch schon eines im Vorrat. Das heißt, wir können das Bett hier bei dem Sonstiges das zweite reintun. So, das Glas können wir auch schon hier wieder deponieren. Damit sind wir auch schon fertig. Ja, das heißt, es fehlt dann nur noch an der Einrichtung. Okay. Sehr gut. Ah, wir werden hier einen Arbeitstisch werden wir mitnehmen. Eine Werkbank. Ja. Läuft. So ein kleines Häuschen. Man glaubt ja gar nicht, was das ja doch für Arbeit machen kann. So. Wir werden aber
Tür müssen wir natürlich noch bauen dann. Und das ist jetzt nicht das Problem. Machen wir sie gleich. Dann haben wir, können wir nicht vergessen. Jetzt kommt mal der Boden ran. Check. Oh, hoppla. So. Tür mal anbauen. So, dann haben wir das auch erledigt. Können wir das nicht vergessen? Hä? Ah, weil versteinert bräuchten wir eine Spitzhacke. Ja. Naja, soll jetzt in dem Fall jetzt nicht schlimm sein. So. Pam. So, das heißt, wir werden aber auf jeden Fall darauf achten, dass wir jetzt für die Decke keine versteinerte nehmen, falls wir uns da zweimal verbauen. Dann nehmen wir ganz normales Eichenholz. So. Sicher ist sicher. So, ein Bett für die Marianne. Dann werden wir hier mal ausleuchten auch erinnern. Das heißt, wir werden hier und hier mal eine Laterne hinstellen, sicherheitshalber. Das heißt, ausgeleuchtet sind wir definitiv. Und jetzt geht's ans Dach. So, Dach. Wie werden wir das Dach machen? Und zwar so. Dann das gleich wieder wegnehmen. Und wir machen das Dach, entweder machen wir das Dach in Spitzmanier, das hier noch zu ist. Das heißt, wir könnten hier für Marianne ein Holzlager errichten, damit sie hier quasi am Haus vorbeigehen kann. Das müssen wir dann hier noch weggraben. Das könnte man machen. Dann hätte sie hier noch so ein bisschen ein Holzlager, wisst ihr, was ich meine? Dann könnte sie sich hier quasi Holz lagern zum Heizen. Das könnten wir gut machen. Und dann wäre aber hier so, das heißt, wir müssen das so machen. Das hier machen. Und dann müsste ich aber nochmal Holz holen. Ist aber nicht schlimm. Das holen wir schnell. Das ist nicht schlimm, das können wir noch schnell holen. Und dann machen wir schnell das Dach fertig. Das geht dann ganz fix. Und wir brauchen natürlich dann den Stein auch nochmal. Das heißt, wir nehmen sowohl Bruchstein als auch Steinziegel mit. Wir nehmen... Was nehmen wir denn noch mit? Bruchstein, Steinziegel, da bla bla bla. Das haben wir alles, genau. Und im Endeffekt das richtige Holz, die Schwarzeiche. So. Okidok. Okidoki. Das heißt, wir können hier die Erde reinlegen. Steine, das was da oben war, die Erde. Mhm. Zack. Oh. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Gut, dass ich nochmal dran gedacht habe. Eine Spitzhacke. Wir nehmen auf jeden Fall noch eine Spitzhacke mit. So, die Axt sollte noch halten für die paar Sachen, die wir noch mit der Axt vorhaben. Ich glaube, die sollte das aushalten. So, und damit das Holz natürlich im Trockenen bleibt und nicht sofort hier anfängt zu schimmeln, werden wir hier... So... Werden wir hier für die gute Marianne das so machen? Ja, das ist eh bis hierhin. Okay, passt. Dann machen wir hier das noch weg. Und da. 1, 2, 3, 4. Das tun wir natürlich gleich schälen. Und da gibt es natürlich dann auch noch hier das. So. Und so. Check. Und, achso, ja. Und, hier Licht. No. Machen wir mal hier mittig. Nur damit keine bösen Monster spawnen. Dann haben wir das nämlich auch schon abgedeckt. Die Sache.
So, und wir machen natürlich gleich eine Decke ran. So. So. Damit die ganze Wärme nicht einfach nach oben wegzieht. Und Marianne braucht dann natürlich noch einen Ofen. Die braucht natürlich noch einen Ofen. Die muss ja heizen können. Ne? Ganz wichtig. So. Zack. Okay. Wir machen ein Spitzdach. So, wir machen ein Spitzdach. So wie es hier in Wolfenstein üblich ist, gibt es ein Spitzdach. So, sehr schön. Wir machen das jetzt mal bei der ersten Reihe komplett, damit wir sehen, wie das Dach am Ende aussieht. So. So. So und so, weil wir sind schon wieder auf der 20-Minuten-Marke, ihr Lieben. Das geht immer ganz ratzfatz. Aber das Dach kann ich ja auch alleine dann fertig bauen. Das ist ja überhaupt kein Thema. So. Und so. Genau. So würde das Dach am Ende aussehen. Hier gehört noch eins ran. So. So würde das Dach jetzt am Ende dann aussehen. Das heißt, ich kann das schon mal so in der Mitte vorziehen. Dann weiß ich ja schon, wie, wo, was und wann. So und so, weil ich beginne schon wieder meine 20-Minuten-Regel so leicht zu brechen, bemerke ich, und das gefällt mir nicht, weil einfach die Folgen dann wieder zu lange werden und ich wieder zu lange quatsche und so. Nicht, dass ich keinen Bock drauf hätte, mit euch da zu reden und zu quatschen die ganze Zeit, da habe ich voll Bock drauf, aber man muss sich ja diese Folgen ja dann auch irgendwann mal ansehen und, und umso länger die dauern, desto schlimmer wird es, weil dann nimmt man sich die Zeit nicht und dann, ne? Und da habe ich lieber eine kurze Folge, auf die man... Eine kürzere Folge, sagen wir so. Da habe ich lieber eine kürzere Folge, auf die, wo ich sage, ja, das dauert 20 Minuten, die kann ich mal locker nehmen. Und alles, was dann drüber geht, ist dann schon wieder so, heute schon wieder so eine lange Folge und, ne? Das ist, das, ja, ne? Und da habe ich auch völliges Verständnis dafür. Und dementsprechend... Hey, Kollege! Geh mal da rüber! So. Habe ich auch völliges Verständnis dafür. Und dementsprechend... Zack, zack. Und dementsprechend werde ich das hier so machen. Und werde das zumachen. Und dann werden wir hier eine Leiter für die Marianne einbauen. Und zwar irgendwo hier. Warte mal, das geht sich gar nicht aus. Warte, müssen wir die... Dann machen wir die Leiter hier. Aua. Und dann kann sie oben den Dachboden auch noch als Stauraum verwenden. Das ist, glaube ich, fair. Das ist, glaube ich, echt fair. Genau, und oben kommt dann jetzt natürlich auch noch hier noch Holz ran. Das können wir noch schnell machen, aber dann ist wirklich Schluss, weil wir überziehen schon wieder. So, das heißt, hier kommt noch dieser schwarze Eichenstamm ran. So, da brauchen wir jetzt nochmal die Axt. Das geht sich noch, sollte sich noch immer alles ausgehen, ohne dass sie zerbricht. Ja, sehr schön. Genau, und jetzt werden wir das so machen, dass wir das parallel ziehen. Das heißt, wir machen auch hier so und auf der anderen Seite so. Ja. Zack. Und das eine muss noch weg. Und auch hier werden wir das gleich machen. So, dann gehört das noch weg und das noch weg. Genau. So. Hä? So, jetzt aber. Genau, und hier werden wir das exakt ident machen. Warte, hier ist dann... Hier gehört dann das hin. Und hier gehört dann das hin. Genau. Und so machen wir das.
So machen wir das und werden hier einfach zumachen und werden hier ein kleines Fenster lassen. So, das machen wir so und dann machen wir das ganz parallel hier auf der Seite. Zack, zack. Auch hier werden wir so ein kleines Löchlein lassen. Dasselbe machen wir jetzt hier noch auf der Seite schnell. So, auch hier 1, 2, nicht. Oh nein, oh, falsch. Ist ja nichts passiert. So, 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 so und so. Okay, genau, so machen wir das. Ja, wie gesagt, hier bekommt die gute Marianne dann noch ihren Aufstieg. Und dann können wir das hier zumachen. Machen wir das hier zu. Und dann von innen mache ich dann noch die Restverkleidung. Das kann ich von innen auch machen. Aua. So, 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 so und so. Klack. Klack. So, hoppla. Das Dach mache ich jetzt von außen noch zu, aber wie gesagt, von innen dann, da mache ich jetzt dann wirklich Schluss, weil das von innen, das ist jetzt wirklich keine Sache mehr. Ich klopfe dann von innen noch diese Sachen an die Wand und gebe der Marianne dann noch ein Bücherregal und solche Sachen eben, ein paar Kleinigkeiten. Und Fenster muss ich natürlich noch 4 Stück holen, 4 Stück Fenster für oben noch und hoppla. Und ja, das ist es, ihr Lieben. Das ist das Haus jetzt dann von Marianne. Ein kleines, feines Häuschen. Ja, da kann sie leben. Vielleicht findet sie auch jemanden, mit dem sie hier gemeinsam leben möchte. Wir werden sehen. Sie muss ja nicht alleine bleiben, die gute Marianne. Und ja, hier kann sie dann ihr Holz lagern. Ja, da können wir die Laterne sogar an die Decke hängen. Warte, da bräuchten wir ein zweites. Das machen wir schnell. Wo haben wir denn... Hä? Habe ich alles verbraten? Wow. Achso, warte, das ist eh normale Eichenholzstufe. Okay, passt. So, und dann machen wir so und so und fertig und das weg und passt. Okay, dann haben wir hier nämlich auch schon fertig. Das nehmen wir weg. So, aber jetzt. Jetzt auf jeden Fall. Das ist das fertige Häuschen von Marianne. Ich zeige es nochmal hier von der Seite. Mit Holzunterstand hinten. Es kommt noch ein Ofen rein. Also ich zeige euch das beim nächsten Mal aus Wolfenstein auf jeden Fall, wie es dann komplett fertig mit Einrichtung aussieht. Also sie kriegt noch ein Bücherregal, eine kleine Küche. Also alles, was man halt so braucht. Ja, das kommt auf jeden Fall noch rein. Das kann ich versprechen. Das kommt auf jeden Fall hier noch hin. Vielleicht hier die kleine Küchenzeile, hier eine Sitzgelegenheit. Hier eine Leiter hoch, damit sie hoch kann. Oben baue ich das Dach innen fertig. Und das ist es dann gewesen. Einmal noch schnell rundherum. Aber dann ist es wirklich fertig. So. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist ein kleines, feines Häuschen. Und ja. Damit kann man, glaube ich, darin kann man wirklich schön leben. Na gut, ihr Lieben, dann sage ich wieder mal Dankeschön fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, wir freuen uns natürlich alle schon dann auf die Wahlaufgaben, sobald die fertig sind. Bin schon sehr gespannt auf die Bauwelten. Und ja, nochmal alles, alles Liebe an alle und viel Spaß beim Bauen. Spaß ist immer das Wichtigste dabei. Und dann kann ich nur noch eins sagen. Es war mir wie immer ein Volksfest mit euch. Tschüss.